Und da bin ich auch schon wieder mit dem Teamkampf auf Server 3. Hardcore Heroes gegen die Seelenfresser. Schalten wir gleich mal rein in den Kampf, wo Stadi schon auf uns wartet, genauso wie Christian 236. So, Delle. Schauen wir mal, wie die Trophäenverteilung ist. Also wir haben alle 5 Trophäen, das sieht man ja auf Anhieb. Und die Seelenfresser haben auf alle Fälle einen Kandidaten weniger als wir am Start. Und oh, er weicht hier aus, nach einem nach der anderen. Oh nein, Impfi wird es noch verlieren, wenn er nochmal ausweicht, und das tut er. Oh, Glück gehabt. So, sie haben nur 2 Trophäen. 2 Trophäen dürften das sein. Das wird eng, meine Damen und Herren. Dum Dum 1 für uns jetzt gegen Form. PlayStation geht jetzt für uns an den Start und versucht hier X-Plex aufzuhalten mit seinem Siegeszug. Aber er wird es, ja, er weicht aus und er schafft es. Und dann kommt der Bohrtag für die Seelenfresser. So, jetzt Bohrtag gegen unseren Erdecker. 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 Erdecker, komm, besieg Herr 3 auch noch. Los, wir wollen das so. Nein, er hat's nicht geschafft. Aber jetzt kommt unsere Killshot in den Ring und versucht hier Herr 3 aus dem eben genannten Ring zu befördern. Aber sie schafft es nicht. Sie schafft es leider nicht. Und Chillflo muss den Abschaum hier dann beseitigen. Jetzt Chillflo gegen Chris. Also ich sag mal so, wenn die Seelenfresser wirklich ihre Melonen aufgeladen haben, dann wird das hier eine sehr, 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 sehr enge Kiste. Euli, jetzt gegen Chris. Den muss er packen, damit wir hier weiterhin die Vormacht haben. Oh, da wird er kritisch getroffen. Da weicht er aus. Komm schon, Euli, komm schon. Oh, Glück gehabt. Jetzt Kavak gegen Euli, den besiegt er, und Keksi kommt in den Ring. Keksi für uns gegen diesen Kavak von den Seelenfressern. Komm, Keksi, mach ihm. Ja, schöner kritischer Treffer von Keksi. Das war nötig. Jetzt kommt die Mitze-Tatze. Momi, für uns gegen die Mitze-Tatze. Komm schon. Ja. Jetzt musste Momi und ich komme in den Ring gegen Max der Tote mit einem kritischen gleich weg und jetzt der Pity. Oh, mein Booster ist abgelaufen. Ha. Das ist ja nicht gut. Ach, der Arbeitsbooster, der nervige Arbeitsbooster. Tut mir leid, Leute. Hat man ja auch noch nicht in einer Folge von den Teamkämpfen. Und ich mach Pity jetzt platt. Aber gegen Lacey habe ich keine Chance. Und werde jetzt Mr. Know-it-all an die Reihe lassen. Der hier gleich mal einen kritischen von der Lacey One bekommt. Und noch einen kritischen. Und das ist der Loose gegen Lacey One für Mr. Know-it-all. Schade. Aber Manonera wird den Rest geben. Oh, wie ich sagte, das wird eine enge Kiste. Eine sehr, sehr enge Kiste hier.
Manunera jetzt gegen Mika. Und das. Ah ne, wir haben ja noch einen im Hinterhand. Das ist ja gut. Jetzt muss Blubby die Mika besiegen. Und das schafft sie hoffentlich auch. Da wird sie kritisch getroffen. Aber jetzt kommt. Oh, nochmal einen kritischen. Aber jetzt ist er weg. Und Vadik Vadim kommt für die Seelenfresser in den Ring und muss sich gegen Blubby beweisen. Und das schafft er auch mit einem guten Schlag. Bobby, jetzt für uns. Was sind denn das für Stats? Da hat jemand wieder sein Kondi-Equip angehabt, wie ich das hasse. Leute, checkt's doch mal. Oh, kein Wunder, dass wir... Ich sag nichts. Bobby kriegt doch noch seinen kritischen Treffer gegenüber Vadik Vadim, aber muss sich jetzt ihn geschlagen geben und Leos kommt in den Kampf. Leos jetzt gegen Vadik Vadim. Und jetzt gegen Krimes. Krimes gegen Leos. Schade, also jetzt sind wir eins im in der Hinterhand. Also wenn wir Glück haben, haben sie die Trophäe Melone nicht aufgeladen, aber wenn wir Pech haben, haben sie das und dann wird es mehr als eng. Auch wenn wir, wenn sie keine Melone aufgeladen hat, wird es sehr eng für uns, diesen Kampf hier zu gewinnen. Black Bang 2 für uns am Start gegen Supimi. Versucht sich hier noch ein bisschen von der heldenhaften Seite. Phoenixias für uns gegen Supimi besiegt sie. Und jetzt Shabata mit einem kritischen gegen Phoenixias. Und Rain Toad kommt dann für uns mit der ersten Melone gegen Shabata. Die trifft direkt ins Blaue. Kaching. Und dann ist es, dann wird's spannend. Ob Eisbär, also Rain Toad muss jetzt natürlich Shabata hier besiegen. Das ist ja außer Frage. Da verliert ihr. Ach du Scheiße. Und jetzt Eisbär, der Eisbär. Die Eisbär hat Melone aufgeladen, damit ist es vorbei. Die Seelenfresser werden diesen Teamkampf hier gewinnen und eine von unseren 5 Trophäen mit sich nehmen. Schade, schade, schade. Das hätte nicht so kommen dürfen. Jetzt unsere Delphi gegen die Eisbär. Gegen die Eisbär. Pff. Sven Gewalt mit der Melone direkt in Delphis Gesicht. Und das war's jetzt auch schon wieder mit Delphi. Und Olala kommt in den Ring. Olala hat auch wieder sein Kondi-Equip an. Wer hätte es denn gedacht? Oh. Olala kriegt nicht mal Sven Gewalt hier zu stoppen mit seinem Kondi-Equip. War ja klar. Und League muss jetzt seine Melone auf den schon sehr geschwächten Sven Gewalt. Und Skuriel macht ihn jetzt platt. Und damit haben wir verloren. Ich bin stinksauer auf unser Team. Wirklich stinksauer. Ich verstehe nicht, wie man das immer wieder vergessen kann. 1000 Ehre verloren. Und eine Trainingstrophäe verloren. Ich sage Tschüss und wir verabschieden mich bis morgen. Ich hoffe, bis dahin hat sich meine Laune ein bisschen verbessert. Tschüss!